Heute zeige ich euch wirkliches Expertenwissen, wie ihr eine Legende erstellt und selber zur Legende wird. Das Tolle dabei ist, die Legende ist assoziativ. Ihr könnt das sofort bei euren eigenen Einbauteilen benutzen. Zack, 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 zack. Und das Coole ist, sogar in Kombination mit dem Purple Professional Parts dann, die ihr natürlich auf www.subgrad.de erhalten könnt, so viel dazu. Und jetzt, wenn wir zum Beispiel hier ein Einbauteil, ein PPP kopieren, dann seht ihr hier unten wird die Stückzahl erhöht. Nochmal, zack, zack. Auch die Linieneinbauteile werden hier mit der Menge erhöht. Und jetzt kommt der Clou noch. Jetzt haben wir hier aufgebogene Dehnfugenbänder. Jetzt aktiviere ich die mal. Und jetzt, Arbeitsfugenbinde, Entschuldigung, jetzt mache ich den Biegewinkel auf 0 und mache das mal in positive Länge 5, nur damit sich hier verändern würde vielleicht. Und sage schließen, alle aktualisieren, nein. Und sogar hier wird es mit aufaddiert, obwohl hier aufgebogen, hier nicht. Das könnt ihr natürlich nur mit dem Purple Professional Parts, denn das erkennt, ich bin immer noch dasselbe Einbauteil, auch wenn ich anders ausgeführt werde. Jetzt haben wir auch noch eigene Einbauteile in unserer Bibliothek. Die setzen wir auch hier ein. Hier das Leerrohr 80 habe ich hier schon ein paar Mal eingefügt. Und es wird einfach hier erweitert in der Stückzahl. Ich kann aber auch zum Beispiel jetzt das Hüllrohr 70 nehmen. Hier ist noch ein bisschen die Kategorie und Antwort ein bisschen anders gewählt. Ist egal, aber es wird trotzdem hier aufgelistet. Escapen. Ihr seht, hier eine neue Zeile ist begonnen. Hier haben wir damals noch die Einbauteilnummer in Klammer gesetzt. Kann man aber auch weiterhin tun. Und so könnt ihr eure Legenden jetzt dann gleich anpassen. Und was es mit diesem schwarzen Kasten auf sich hat, werde ich wahrscheinlich auch noch lüften müssen. Ihr dürft gespannt sein, das hat was mit der Schule zu tun. Gut, wir fangen an. Als erstes möchte ich mir eine schnieke Kopfzeile basteln. Je nachdem, was ihr braucht. Ich gehe jetzt wirklich nur auf meine Legende von den Einbauteilen her. Also ich brauche 1, 2, 3, 4, 5 Kästen. Ihr müsst jetzt aber auch gar nicht darauf achten, wie groß die Dimension davon ist, denn ihr könnt ja Legenden mit Rechtsklick skalieren. Das heißt, ihr könnt diese dann auf euren Plankopf anpassen. Also nochmal skalieren. Dann ist die genauso breit wie euer Plankopf und von der Höhe passt sich es dann automatisch an. Deswegen müssen wir jetzt nicht darauf aufpassen, dass das immer genau 2,0, 3,0, 5,0 und so weiter in Meterangaben jetzt wäre, sondern ihr könnt es einfach beliebig machen. Und ich fange damit an und das werde ich jetzt ein bisschen beschleunigen, damit das Video nicht so lange dauert. Jetzt kopiere ich mir einfach die Linien einmal nach unten, damit ich für die Zeilen die Linien schon vorhanden habe. Dann brauche ich die nicht nochmal neu machen. Ich kopiere mir hier von mit einem grünen Kasten die bis hier, dass ich die obere Linie jetzt dann nicht doppelt habe. Das heißt, von hier nach hier und jetzt überlagern auch keine Linien. Ich will einfach immer Polygone sparen. Aber ich glaube, das macht jetzt das Kraut auch nicht fett. So wie man es bei uns als Sprichwort sagt. Trotzdem möchte ich das nicht. Und jetzt gehe ich zu zusätzlichen Module. Vorlagen, Reports, Legenden, Beschriftung. Ihr könnt das Ganze natürlich auch über Erzeugen machen. Zusätzliche Module, Reports, Legenden. Hier findet ihr auch alle Befehle. Oder auch bei Ändern. In der Action Bar und auch in den Paletten findet ihr hier eine Lupe. In der Action Bar ist sie hier irgendwo rechts oben. Dort könnt ihr auch alle Befehle, die ihr hier seht, suchen. Zum Beispiel jetzt Report Defin. Nächste. Und hier wird Reports definieren gefunden. Und dann kann ich hier draufklicken. Dann habe ich den Befehl gefunden. Möchte ich jetzt nicht machen, aber ihr könnt das live miterleben. Ach, das war jetzt wieder super, dass ich da drauf geklickt habe. Wir sehen uns gleich. Gut, also. Wir sind zurück. Jetzt machen wir wieder Zelle. Was heißt denn wieder? Wir definieren jetzt Zellen. Zellen sind die einzelnen Teile einer Zeile. Wir müssen nur eine Zeile jetzt definieren
Und diese wird dann immer wieder erweitert, erweitert, erweitert. Aber die einzelnen Spalten, die Zellen, die müssen wir jetzt setzen. Wir müssen bei der Zellnummer 1 beginnen und dann fortlaufen 2, 3, 4, 5, 6. Wenn eine Zelle doppelt belegt ist, dann kann die Legende das nicht mehr unter einen Hut bekommen. Die weiß dann nicht mehr, hey, was ist jetzt die Zelle 3? Das oder das? Was wird denn davor ausgeführt? Und so weiter und so fort. Also es muss fortlaufend sein. Ich zeige dann auch einmal, wie ihr das abändern könnt, falls ein Fehler passiert. Jetzt beginne ich aber mit der Zellnummer 1 und nicht mit der Zellnummer 6. Deswegen klicke ich hier einmal drauf. Hier ändere ich das ab in Zelle Nummer 1. Wichtig ist jetzt, ich kann jetzt Attribute, Formeln oder Grafiken absetzen. Attribut reicht mir in dem Fall als erstes aus für eine Einbauteilnummer. Das ist nämlich der Plantext. Wenn ich in der Kategorie Einbauteile bin, dann bin ich schon mal gut aufgehoben für diese Legende. Ich kann aber auch alles per Lupe suchen. Hier ganze Wörter oder nicht ganze Wörter, nur Teile davon. Ich suche jetzt Plantext. Wird hier gefunden, sage ich okay. Hier könnt ihr die Schriftgrößen und so einstellen. Das kennt ihr alles, das weiß ich. Aber wichtig ist jetzt eher hier das Format. Ich möchte das Format, also ich habe jetzt ein Alphabet, also eine Zeichenkette ausgewählt mit A. Wenn ihr zum Beispiel ein F schreibt, dann habt ihr eine Fließkommazahl. Dann könnt ihr zum Beispiel, also mit einem F könnt ihr zum Beispiel 8.2 eingeben. Dann hättet ihr eine Zahl, die 8 Zeichen vor dem Punkt ist und 2 Zeichen nach dem Punkt. Ich hoffe, das ist richtig so. Aber ich will jetzt Zeichen setzen, also ich will ein Zeichen setzen. Gut, wie lang könnte die Einbauteilnummer sein? Sagen wir mal, drei Buchstaben, ein Minus, wo ist die Kamera? Ein Minus und dann 0, 1, also 6 Zeichen. Wir machen 7, falls 100 ergibt. 7 Zeichen lang. Alles, was über 7 Zeichen hinausragt, wird einfach abgeschnitten. Wir können jetzt auch Dimensionen festlegen, aber wir können auch mehr festlegen. Das zeige ich jetzt auch gleich noch. Wenn wir es einmal absetzen, den Griffpunkt haben wir links unten, aber das ist okay für mich. Machen wir lieber die Mitte links. Und dann mache ich hier Mittelpunkt absetzen. Gut, ich escape einmal, weil ich würde jetzt nochmal zeigen, ich kann jetzt diese Definition nochmal überarbeiten, indem dass ich doppelt draufklicke. Ich kann mich einen Vortext machen. Wenn wir zum Beispiel eine Breite ausgeben wollen, dann schreiben wir als Vortext Breite. Dann haben wir hier als Information zum Beispiel das Attribut Breite. Und wenn wir die Dimension angeben wollen, dann können wir noch Meter dahinter schreiben. Und wir können aber auch alles in Klammern setzen. Deswegen können wir das hier abändern. Brauchen wir aber in dem Fall nicht. Jetzt kopiere ich mir einmal die Zelle. Damit wird dann später ein Fehler auftauchen, zeige ich dann auch gleich. Kategorie. Doppelklick. Wir wollen, die Kategorie ist jetzt hier zum Beispiel Fugenband, Querkraftdorn und so weiter und so fort. Ich sage mal 20 Zeichen. Wird vielleicht gar nicht ausreichen, vielleicht 25, ist egal. Ich brauche jetzt hier bei den Architekturmengen Bezeichnung. Also ich kann es auch wieder mit der Lupe suchen natürlich. Und so lang ist die Kategorie, dann machen wir auch diese Spalte etwas länger. Kein Problem. Bestelltyp, der ist noch länger aus meiner Sicht. Machen wir gleich viel länger. Und wir kopieren das Ganze von hier nach hier. Aber wir haben jetzt gar kein Attribut, sondern wir brauchen Zellnummer 3. Also wir haben hier Zellnummer 1 und 1 und jetzt dann die 3. Ist falsch, gell? Also hier müssen wir dann später noch ändern in 2. Wir brauchen eine Formel. Wir wollen mir hier Antwort 1, wir wollen antworten. Deswegen, jetzt zeige ich euch, was hier los ist. Ihr könnt ihr nach Attributen, Funktionen und Operator unterscheiden. In den Operatoren sind die If-Clauses, also auf Deutsch, wenn. Ich mache mal eine. Hier, wenn ich draufklicke, steht hier die Formel und der Syntaxsorten. If zum Beispiel, also wenn. Jetzt, wenn das in Klammer passiert, dann schreibt bitte das in Anführungszeichen. Also, wenn die Variable a 1 ist, dann schreibt bitte hier Affe. So wie es jetzt erklärt. Also, wenn die Variable 1 ist, dann schreibt Affe. Wenn die Variable nicht 1 ist, dann geben wir else ein. Und dann schreibt Giraffe.
Also wenn die Variable 1 ist, dann wird der Affe schreiben. Wenn die Variable 0 ist oder 5 oder 8 oder 17, dann wird der Giraffe schreiben. So könnt ihr das machen. In dem Fall brauche ich diese Attributformel nicht. Ich möchte aber noch einmal auf die Funktionen eingehen, denn hier ist was Wichtiges dabei. Hier ist zum Beispiel dieses Column dabei. Mit Column könnt ihr zum Beispiel Column 1 wäre in unserem Fall die Spalte 1 und das ist Plantext. Hier würde die Spalte 1 auswerten. Wir können dann später noch sagen, alles zusammenzählen und so weiter und so fort. Also das ist auch eine wichtige Formel, die ihr öfters brauchen könntet. Oder auch mit, die möchte ich auch kurz ansprechen, MID. Hier könnt ihr Zeichen auswerten. Zum Beispiel, wenn ihr jetzt im Plankopf seid und möchtet auswerten, ist es ein Schaltplan oder ein Bewährungsplan, dann könntet ihr zum Beispiel Zeichen aus eurer Codierung rauslesen und sagen, okay, an der Stelle 5 sind immer drei Zeichen, entweder SCH für Schaltplan oder BIW für Bewährungsplan. Dann könnt ihr sagen, okay, geh mir an die X-Position 5 und dann werte mir drei Zeichen aus. Und dann if mit 5,3, Klammer zu, ist gleich SCH, then. Ja, dann schreibst du halt, ich bin ein Schaltplan und dann else, ich bin kein Schaltplan. Oder ihr macht nochmal eine doppelte if-Klausel. If, wenn, ne? Und nach else nochmal eine if-Klausel. Ach, ist zu kompliziert jetzt. Aber hier sind die ganzen Funktionen versteckt. Und immer wenn ihr draufklickt, dann seht ihr hier, was ihr denn tun müsst. Parent ist wichtig für Architekten, sage ich jetzt mal. Gehe ich jetzt gar nicht drauf ein, weil ich kein Architekt bin. Attribute brauchen wir aber. Wir suchen nämlich nach Antworten. Und hier haben wir die Antwort, Antwort 1. Und wir wollen zusätzlich auch die Antwort 2 haben. Die wollen wir kombinieren miteinander. Aber jetzt wird das nicht funktionieren. Denn wir wollen das miteinander kombinieren. Da müssen wir ein Pluszeichen eingeben. Jetzt würde aber die Antwort 1 ausgegeben werden. Und das letzte Zeichen, wenn zum Beispiel bei Antwort 1 das Z wäre und bei der Antwort 2 ist das erste Zeichen ein A, dann würde das Z neben dem A gleich erscheinen. Will ich nicht, ich will ein Leerzeichen dazwischen haben. Deswegen mache ich jetzt Gänsefüßchen, wie es in Bayern heißt, Leerzeichen, Gänsefüßchen und wieder ein Plus. Und schon wird die Antwort 1 ein Leerzeichen und die Antwort 2 geschrieben. Okay, das ist unsere Formel. 30 Zeichen lang, das ist glaube ich okay. Machen wir mal 35. Wieder mittig absetzen, in dem Fall Mittelpunkt und go for it. Jetzt steht nicht mehr das Attributdaten, sondern definierte Formel. Jetzt wissen wir, okay, hier ist eine Formel hinterlegt. Jetzt brauchen wir den Hersteller. Da haben wir jetzt wieder ein... Moment. Wir sind wieder in der richtigen Reihenfolge. Zählen Nummer 4. 1, 2, 3, 4. Richtig, Attribut. Der Hersteller ist in der Antwort 4. Suchen, nur ganzes Wort. Hier ist es doch. Mittig links. Der Hersteller 16 Zeichen. Betomax. Max Frank. Ist zu viel, gell? Die Hersteller haben nicht so viele Zeichen. Wir kürzen das ein bisschen. Machen wir mal 12, dürft ihr maximal haben. Punkt modifizieren. Hier nochmal Punkt modifizieren zurück. Ihr müsst aber auch bedenken, dass ein W zum Beispiel breiter geschrieben wird als ein I. Deswegen könnte diese Unterzeichen auch ein bisschen trügerisch sein. Ne? Menge. Ich kopiere mir das. Ne, jetzt wird es gefährlich. Und jetzt kommt die schwarze Spalte gleich zum Vorschein. Die schwarze Spalte, scheiße. Jetzt wie in der Schule, hier ist eigentlich mein Spickzettel. Wenn ich nicht mehr weiter weiß oder mir Formel kopieren will. Hier habe ich meine if-Klausel drin. Ich zeige gleich, was die macht. Also ich werde wieder eine Zelle definieren. Eine Formel. Oh, stimmt die Nummer 5? 1, 2, 3, 4, 5. Richtig, super. Gut, also Formel. Wir gehen hier rein. Ich kopiere mir jetzt einmal die Formel und erkläre, was sie macht. Ich frage ab, ob das Attribut Länge vorhanden ist.
Also indem, dass ich zum Beispiel schreibe, Länge größer 0. Wenn es größer 0 ist, dann mach mir doch das Attribut, dann werte mir bitte das Attribut Länge aus. Ansonsten mach bitte die Menge, also die Stückzahl. Aber in diesem Fall mache ich ungleich 0, also nicht 0, weil so wird auch ausgewertet, wenn das Attribut gar nicht am Bauteil hängt und dann kommt kein Fehler heraus. Deswegen hier nicht ist gleich 0 eingeben und dann Menge und dann else Länge, sondern lieber ist nicht 0 und dann die Länge. Okay? Vertraut mir einfach. Gut, okay, wir setzen das Ganze hier wieder mittig ab. Und wir wollen jetzt am Schluss ST oder M dran haben. Und auch dafür habe ich ja natürlich eine Formel schon vordefiniert. Die kopieren wir jetzt dann auch gleich. Formel. Okay. Nee. Wir kopieren es erst. Erkläre ich es hier schnell. Also hier ist das allerselbe Spiel wie vorher. Nur, dass kein Attribut ausgegeben wird, sondern ein String. Entweder schreibt er mir M oder ST hier hin. Ich kopiere mir das Ganze. Werde wir wieder eine Zelle definieren. Formel. Schreibe sie hier rein. Okay. Die muss nicht lang sein, weil ST ist maximal 2 Buchstaben lang. Dann können wir auch hier. Das Mikrofon hat sich geändert. Moment. So. Bin wieder zurück. Mikrofon ist wieder eingestöpselt. So. Jetzt haben wir unsere nächste Formel. Wir sagen rechtsbündig. 2 Zeichen. Mittelpunkt auswählen, absetzen. Gut, jetzt rücken wir das Ganze ein bisschen ein. Ich mache Rechtsklick, verschieben, Texte, markiere mir hier diese 4 und diesen Schlawiner und rücke die ein bisschen so ein. Und auch den hier so rüber. Gut, jetzt wollen wir eine Legende definieren. Jetzt geht schon das Eingemachte, Legende definieren. Typ, Architektur, das passt, das sind Architekturbauteile. Ingenieurbauteile wären sowas wie Bewährungen oder sowas. Plan, erklärt sich von selber, Betonfertigteile wollen wir nicht. Wir wollen Architektur, passt, also der Typ passt. Select, jetzt brauchen wir eine Formel, was wird denn ausgewählt, was wird denn in der Legende ausgegeben. In meinem Fall ist es ein bisschen speziell, wir wollen Einbauteile. Aber es gibt jetzt nicht nur ein Einbauteil, es gibt nicht Punkteinbauteile, es gibt Linieneinbauteile und es gibt Flächeneinbauteile. Und dazu möchte ich noch, dass in der Antwort 5 nicht DUM für Dummy steht, denn Dummies möchte ich auch nicht auswerten. Jetzt gebe ich als erstes ein Attribut. Ich möchte Antworten dann nach oben suchen, bitte. Antwort, nur ganzes Wort. Deaktivieren. Jetzt haben wir Antwort 5 ist richtig. Das soll nicht Dummy sein. Jetzt habe ich hier die Verknüpfung oder und nicht. Also nicht. Jetzt schreibe ich hier rein. In Gänsefüßchen DUM. Gänsefüßchen. Okay. Und zusätzlich soll es ein Einbauteil sein. Ich setze es in Klammer, denn jetzt habe ich 3 Abzweigungen. Attribut. Erstmal ein, nee, ich habe ein Objekt, Entschuldigung, Punkt Einbauteil, ich drücke die Taste P, Punkt Einbauteil, oder es ist ein Flächeneinbauteil, oder es ist ein Punkt Linieneinbauteil, L, oder hab's gerade gesehen, Linieneinbauteil mit Kontur. Klammer zu. Und jetzt haben wir die ganze Formel für unsere Legende. Das wird ausgewählt. Wir haben eine Kopfzeile. Ja, denn das ist unsere Kopfzeile. Die markiere ich jetzt einmal. Und jetzt möchte Alplan natürlich wissen, was ist denn die Zeile, die ich immer wieder fortsetzen möchte, soll. Zeile definieren. Markieren wir das hier. Und jetzt sagt er, Spaltnummern sind nicht durchgängig belegt. Wir haben einen Fehler eingebaut. Und den habe ich am Anfang erwähnt. Was ist es? Ich escape mal. Wir haben hier, wenn wir einen Doppelklick machen. Nee.
Zelle definieren, Nummer modifizieren, hier die Bezeichnung als 1, weil wir es kopiert hatten. Wir müssen hier eine 2 draus machen. Und das könnt ihr mit Nummer modifizieren. Jetzt machen wir wieder Legende definieren. Wir haben immer noch die letzte Selection drin, wir haben noch Architektur drin. Also wenn wir hier nochmal drauf gehen, sehen wir nochmal, passt alles. Den Kopf müssen wir nochmal neu eingeben, das ist kein Problem. Die Zeile, ja, von hier nach hier. Und jetzt haben wir unten unsere Mauszeiger. Ich glaube, ich habe es auf 0,5 definiert gehabt. Ne, 1, 1, 0,5, 0, 2, 5. Ich glaube 0, 2, 5, ja. So, wenn nicht, dann gebt einfach die richtige Zahl ein, also diese Höhe einmal. Zwischensumme haben wir nicht, wir haben auch keine Summe, wir haben auch keine Unterliste. Wir könnten jetzt noch eine zweite Legende zum Beispiel hinzufügen, dann würde die hier auch erscheinen. Brauchen wir aber jetzt nicht. Und fix heißt fixieren oder speichern. Wir können das jetzt im Büro Standard abspeichern, privat, Projekt oder externer Pfad. Ich habe schon mal Legenden YouTube angelegt und ich habe auch dieses ganze Video schon ein paar Mal aufgezeichnet, aber mir hat es immer das Mikrofon wieder entfernt, deswegen überspeichere ich jetzt Legenden YouTube Nummer 1 Einbauteile ersetzen. Ja, gut. Wenn ich diese Legende jetzt ausgebe, wird es noch nicht richtig sein. Warum? Ich mag es assoziativ. Und ich habe jetzt die Stückzahl. Ah, okay, ich habe nur ein Zeichen. Ist egal, man erkennt sie trotzdem, Stück oder Meter. Hier wird alles aufaddiert. Aber, passt auf, wenn ich jetzt dieses Fugenband nehme, ich kopiere mir noch eines und ich kopiere mir noch eines. Die werden nicht aufaddiert, die Mengen. Und die Stückzahlen bleiben auch bei 1 stehen. Was ist los? Geht hier dazu auf Ändern, Legenden, Modifizieren. Das habe ich mit Absicht wirklich so gemacht, denn jetzt wird es nämlich viel leichter für euch. Wir gehen in den Bürostandard rein. Legenden YouTube, Einbauteile, okay. Jetzt kommt so ein eigenes Teilbild, das erkennt ihr daran, dass hier so Dreiecke sind. Hier könntet ihr nochmal den Typen ändern, zum Beispiel für Architektur oder sowas, die Selection nochmal abändern von eurer Legende und so weiter und so fort. Aber ich möchte jetzt die Information von einem Element haben und das ist die Menge. Hier könnt ihr jetzt nochmal alles überarbeiten, zum Beispiel Zellnummer oder aus einer Formel ein Attribut machen und so weiter und so fort. Linksbündig, rechtsbündig, zentriert, frei, könnt ihr alles abändern. Wir wollen aber jetzt Einzelergebnisse aufsummieren lassen. Okay. Und wir escapen. Jetzt haben wir wieder drei Möglichkeiten. Verwerfen, so ungefähr, oh, wir haben einen Fehler gemacht. Vergiss das alles, was wir gerade geändert haben. Oder wir speichern es neu ab. Oder wir werden die Legende nochmal in Allplan neu ablegen im Teilbild. Das wäre das Unterste. Ich möchte aber jetzt einfach abspeichern. Ich lösche die letzte Legende, denn die ist falsch. Lösche auch das hier raus. Jetzt haben wir nämlich unsere Legende, die assoziativ funktionieren wird. Die Stückzahlen werden addiert, die Mengen aufaddiert. Jetzt machen wir mal noch Folgendes. Ich werde jetzt mal einfach einen Rückbieganschluss erstellen. Wir können hier halben oder halber auswählen. Je nachdem. Ich nehme mal den Typ. Nee, ich will keinen einreigen. Ich will einen zweireigen. Ich möchte den Typ 5. Ganz klassisch. Ich übernehme mir RBA2. Habe hier schon die Fairbox mal abgespeichert. Jetzt nehme ich noch ein HBT als Einbauteil Nummer 2. Setze den ab mit 1,25 m. Schließen und ihr seht jetzt hier in der letzten Zeile wird der Rückbiegeanschluss hinzugefügt. Alles herstellerübergreifend, einbauteilübergreifend und die Mengen stimmen auch. Und hier ist unser Rückbiegeanschluss und den können wir jetzt natürlich auch kopieren. Und der zweite Rückbiegeanschluss bleibt vom Typ der allerselbe, aber hier sehen wir, wurde im Projekt gefunden. RBA1 aktualisieren wir RBA2. Laufende Meter machen wir jetzt 2 Meter, schließen, alle gleichen mit aktualisieren. Ich sage jetzt mal nein, ich habe jetzt 2
verschiedene Höhen und die werden jetzt auch richtig aufaddiert. Also er nimmt nicht die Menge vom ersten und kopiert die dann. Ich kenne Legenden auch von und Reports von Herstellerseiten her, die jetzt hier einfach die Länge von 1 kopieren würden. Das ist nämlich genau der Fehler, der oft passiert. Das müsst ihr überarbeiten, so wie ich es euch gezeigt habe. Dann wird auch alles mit aufsummiert. Und das war es jetzt von der Legende her. Jetzt zeige ich euch noch am Schluss, wie ihr Legenden euren Kollegen übertragen könnt oder euren externen Mitarbeitern. Das ist noch jetzt der Special am Schluss. Wirklich exklusiv. Ihr könnt diese Legenden jetzt natürlich abspeichern nochmal. Ich gehe auf die Funktionen. Legenden modifizieren. Ich sage nochmal Büro. Legenden, Einbauteile, YouTube. Hier. Ich escape und mache jetzt im aktuellen Dokument speichern. Hier. Und definiere nochmal diese Legende. Nee, ich mache es anders. Ich habe das schon vorbereitet. Ich speichere diese Legende genauso wie vorher ab, nur nehme ich in dem Fall den Pfad dann als externer Pfad. Der externe Pfad ist, den könnt ihr ändern in Datei, Projekt, Pilot, Project, Pilot. Hier unten habt ihr externer Pfad. Wenn ihr hier einen Rechtsklick macht, externer Pfad auswählen, dann könnt ihr jetzt den externen Pfad wirklich definieren, wo wollt ihr den haben, zum Beispiel hier auf Downloads. Ich sage okay und schließe das Ganze. Und wenn ich mir jetzt eine Legende aussuche, dann kann ich bei externer Pfad die Legenden, die ich in meinem Download-Ordner habe, jetzt sofort zur Verfügung stellen. Die möchte ich aber vielleicht in meinen Bürostandard reinziehen, weil ich ja ein externer Mitarbeiter bin. Dann geht ihr einfach auf Beschriftungsbilder, Legenden verwalten. Legenden, ja, wir suchen uns den externen Pfad. Einbauteile, hier haben wir 2. Abo nicht vergessen, liken. Wir kopieren uns diese Legende in unseren Büropfad rein. Hier auf YouTube die Nummer 2 ausführen, schließen. Und jetzt haben wir die PPP-Legende auch in unserem Büropfad. Hier die PPP, die sieht ein bisschen anders aus als die. Die ist auch viel kleiner definiert. Die habe ich im Maßstab 1:1 damals definiert gehabt für Planköpfe. Jetzt mache ich skalieren und ja, so wird diese ausgewertet. Welche gefällt euch besser? Schreibt sie in die Kommentare. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Peter. Servus, Peter.